Hey Leute, willkommen zurück zu meiner kleinen Kampagne. Episode 91 ist es mittlerweile und wir haben für diese Episode erstmal einiges an strategischen Entscheidungen, die wir treffen müssen und einiges an Base Management, das wir machen müssen. Beginnen wir mal hier oben der Reihe nach durch die Buttons durch. Wir können erstmal unser Research Project festlegen, da wir momentan keins haben. Ich habe jetzt hier momentan die Auswahl zwischen ein paar Autopsien. Ich könnte über Lerium weitergehen in Richtung. Ja, wo bringt mich das hin? Ich glaube, danach kriege ich dann Alien Power Systems oder irgendwie so heißt die Technologie. Und damit könnte ich dann theoretisch aufs nächste Armor-Tier langsam fortschreiten. Und auch auf die weiteren Mech-Tiers. Es gibt, glaube ich, Gott, 7 oder so. Mech 1 bis Mech 7. Und nach dem, was ich gelesen habe, sind Mech 1 und Mech 2 noch nicht so richtig toll. Ab so Mech 3 oder so lohnt es sich. Außerdem brauche ich enorm viele Foundry Projects. Und Konstruktion von Equipment, bevor die Mechs dann so richtig rocken. Und ich müsste natürlich auch recht vernünftige Soldaten opfern, damit ich da zumindest Tech Sergeant oder Gunnery Sergeant Mech Soldiers rauskriege. Also das sind alles enorme Investitionen. Dafür bin ich momentan noch nicht ganz bereit. Illyrium wird wahrscheinlich aber trotzdem hier die nächste Forschung sein, um mich hier schon mal auf den Pfad zu begeben. Also die übernächste Forschung sozusagen. Vielleicht mache ich aber auch erstmal noch zwei Autopsien. Eine Autopsie mache ich jetzt aber sicherlich noch und das ist die Cyberdisc-Autopsie. Der Grund dahinter ist, dass sie mir den Gene-Mod Iron Skin freischaltet und noch irgendwas anderes Schönes und eventuell mache ich auch noch die Heavy Floater-Autopsie hinterher. Mactoid und Drone ist nicht so interessant. Sectoid Commander wäre auch interessant, aber der dauert eben auch sehr lange. Also wir machen jetzt erstmal hier die 3 Tage Cyberdisc und dann gucken wir weiter. Kein Grund hier zu weit zu planen. We've yet to recover one of these in functional condition from the field. The men seem to enjoy using them for target practice. At the present time, we know that the cyber disc, as they've been calling it, is heavily armed, but it shows no clear pattern of behavior on the battlefield. Ja, zum Glück, wenn die Dinger intelligenter wären, dann hätte ich ein Problem. Ich hatte schon so oft jetzt, dass Mactoids, glaube ich, auch und Cyberdisks einfach in Overwatch gehen, nur weil ich mich irgendwie gesmoked habe oder sowas. Wahrscheinlich liegt es halt echt daran, dass sie mich dann schlecht treffen können. Sie zu suppressen ist auch häufig eine ziemlich gute Idee. Gerade bei Disks, da sie sich dann meistens nicht bewegen, wenn man das mit einem Gunner macht, dann haben sie auch Angst vor dem Schaden. Es gibt in der Alien-KI auch, mal kurz so am Rande erwähnt, das Verhalten, dass sie manchmal durch Suppressions oder Overwatches einfach durchrennen, weil sie eben die Trefferchance und die Schadenswerte kennen, die dabei theoretisch rumkommen würden. Und wenn sie einen großen HP-Pool haben, dann entscheiden sie sich manchmal dazu, diese einfach zu ignorieren und trotzdem ihre Moves zu machen. Und das resultiert häufig dann in sehr, sehr gefährlichen Manövern. Ja, aber das nur so am Rande. Also, wir haben unsere Forschung. Wir gehen jetzt nochmal ins Gene Lab. Ich werde hier nämlich doch noch was machen. Und zwar werden wir diesen einen Scout hier mal vorbereiten. Auf seine Rolle als Operative werden wir noch ausbessern. Wir haben hier den zweiten Scout, der bald rauskommt. In 12 Stunden. Muss jetzt mal kurz gucken, wie lange das noch genau dauert. Ich glaube, es war nicht ohne. Würde jetzt entweder Muscle Fiber Density oder Bioelectric Skin geben. Mit Bioelectric Skin kann sie eben quasi durch Wände scannen, ob da Gegner sind. Das ist eben auf Exoid-Missionen oder allgemein auf Missionen sehr nützlich, die in Gebäuden stattfinden, da da die Sichtlinien eben gebrochen sind, obwohl man direkt neben den Gegnern stehen kann. Auf offenen Karten ist das weniger sinnvoll, aber auch so in zum Beispiel UFO-Maps ist es ganz interessant, um die genaue Position von Outsidern zu bestimmen. Und die Alternative wäre eben Muscle Fiber Density, dann kann er eben überall hochspringen und sich in Sicherheit bringen. Er kann sich besser außerhalb der Sichtlinien bewegen. Ich denke fast, das hier ist erstmal wichtiger für meinen Operative. Das kommt dann wahrscheinlich hinterher. Jetzt schauen wir nochmal ganz kurz. 7 Tage ist er damit raus. 24 Meld, das ist auch schmerzhaft. Und ich gebe jetzt auch Geld aus, was ich eigentlich nicht ausgeben möchte. Aber gut. Ja, wir müssen ein bisschen von dem ganzen Gene-Kram auch Gebrauch machen. Wenn wir damit zu lange warten, ist es auch schlecht. Ah, fuck it. Excellent. We'll begin prepping the candidate for surgery immediately. I will So. notify you when the genetic modification process is completed. Jetzt könnte ich theoretisch noch hier Geronimo reinschicken. Ich will nämlich meine Infanterie, meine Damage-Infanterie vor allen Dingen noch ein bisschen buffen. Aber er ist mir ein bisschen zu wichtig für die nächste Mission. Ich denke, ich schicke hier eben die etwas kleinere Damage-Infanterie rein und gebe ihr ein Adrenals Neurosympathy, also dieser Buff für den Squad, wenn sie irgendwas killen. Und das ist eben auf der Damage-Infanterie recht häufig der Fall.
Gott, diese Sounds beim Auswählen der Icons gehen mir, sie sind völlig over the top und viel zu laut. Geben mir mal auf die Nerven. Er ist auch kurz vorm Rank-Up, also geben wir ihm das hier gerade nochmal, ist er auch 6 Tage raus. Thank you, Commander. I'll have the volunteer das reicht erstmal. So, hier könnten wir jetzt schon mal das kleine Mech-Tech hier lostreten. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, aber es kostet ja so gut wie nichts. Das können wir uns jetzt eigentlich noch leisten. Psy-Warfare wäre eine andere Sache, die jetzt so langsam Sinn macht. Es kostet so viele Ressourcen. Vier Tage braucht es nur. Ist eigentlich auch nicht eilig. Ich glaube, damit warte ich nochmal. Aber ich glaube, Psy-Warfare machen wir tatsächlich jetzt schon. Ja. 14 Tage. Es dauert länger als mein Psy-Labor, aber bis ich die ersten Psy-Soldaten habe, vergeht noch mehr Zeit. Auch damit warten wir gerade noch. Wir brauchen nämlich unser Geld eigentlich. Also in der Foundry gibt es erstmal nichts. Ich könnte ja auch noch einen Workshop bauen in Vorbereitung auf die Satelliten und die Laserkanonen, die ich bauen möchte, aber das wird zu spät. Ich will jetzt eigentlich schon mit den Satelliten anfangen und wenn ich jetzt nochmal 21 Tage auf den Workshop warten müsste, nee, dann ist das Timing hier ziemlicher Käse. Also das lassen wir auch. Augmenten tun wir auch noch niemanden. Wir haben ja noch keine Max-Suits. Was sollen wir jetzt unsere Soldaten opfern? Hier gibt es eigentlich auch gerade nichts zu tun. Ja. Wir uns ganz kurz nochmal einen Überblick verschaffen. Also ich habe jetzt hier wieder ganz vernünftige Zeiten und ganz vernünftigen Squad, der parat wäre. 2 sind jetzt im Gene Lab und in 4, 6, 9, 5 Tagen hier kommen ja auch wieder einige raus aus den Verletzungen. Endlich. Es wird ein wichtiger Tag. Und hier können wir uns auch nochmal kurz angucken. Jetzt steht es gerade sehr, sehr gut. Jo. Da werden wir wahrscheinlich noch 4 weitere Jäger dann anheuern und 4 weitere Lasercannons bauen. Dann haben wir 5, 6 und 5 Jäger. Das sind dann noch Slots zum Rotieren. Und mit 5 Jägern kann man Kontinent eigentlich auch halten, solange man noch den leichten Tech-Vorsprung hat. Es schmilzt zwar bei mir so langsam dahin, weil jetzt immer stärkere UFOs kommen und die mehr Verteidigung und Angriff haben. Aber noch habe ich da, denke ich, die Oberhand und kann meistens mit 1 oder maximal 2 Jägern jedes UFO runterholen, was Medium ist. Jo, gut, also das ist auch klar. Und jetzt gucken wir nochmal hier rein. Also, zuerst mal zu den Requests. Ich habe nochmal nachgeschaut. Die Muton Corpses brauche ich, glaube ich, nicht mehr. Und wir können den Corporal sehr gut gebrauchen. Deswegen nehmen wir den dir auf jeden Fall an. Und India ist total happy darüber. Die Sectoid Corpses brauchen wir eigentlich auch nicht. Wir haben sehr viele davon. Aber ein Scientist ist echt scheiße und Scientists brauche ich nicht. Das hier ist auch ein Scheiß-Deal, den nehme ich auch nicht. Den kann ich leider auch nicht nehmen, den auch nicht. Also die anderen Deals sind alle uninteressant. Meld möchte ich auf keinen Fall loswerden. Das ist jetzt gerade meine absolute Bottleneck-Ressource. Und dann müssen wir auch noch einen Intel-Scan machen. Leider, leider. Ja. Positive Identification confirmed. Exalt Cell Location verified. Oh, ich habe was vergessen, ich Idiot. Ich habe ja... Hoffentlich habe ich das Geld jetzt nicht verschwendet. Ich brauche ja noch 12 Stunden, bis mein Scout überhaupt fertig ist für die Mission. Also die müssen wir jetzt noch warten, bevor wir ihn losschicken können. Und ich hoffe, die Scan-Daten verfallen in den 12 Stunden nicht. Ich meine aber, die halten eine gewisse Zeit. Das war etwas voreilig. Und jetzt brauchen wir eine Menge Cash für die nächste Stufe meines Plans hier. Wir wollen 4 Satelliten konstruieren. Schauen wir nochmal schnell den Preis an. 164 das Stück. Also wir brauchen 320, 328. Das sind dann also 656. Aua. Das kann ich mir eigentlich gar nicht leisten. 656 wären also 446, die ich noch flüssig machen müsste. Ich hatte schon mir vorgenommen, einiges zu investieren. Hier können wir uns mal ganz kurz den Preis eines Max-Suits angucken. Ja, die sind halt extrem teuer. Davon braucht man natürlich nicht besonders viele, aber das ist auch nur Stufe 1 und das Upgrade auf die nächsten Stufen kostet immer. Und man braucht den Mac-1-Suit und muss ihn dann auf Mac 2, auf Mac 3 und Mac 3 und so weiter aufrüsten. Anders geht es dann nicht. Aber ich denke, wir machen jetzt trotzdem mal hier einen etwas gefährlicher Deal. Ich werde jetzt hier 100 Elerium verkaufen. Klick, 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 klack. Das müssen wir jetzt mal kurz loswerden. Und ich fürchte, ich muss den Rest dann noch irgendwie mit Leichen aufstocken vielleicht. Mal schauen. So, das sind schon mal 300 und wir brauchen noch 148 mehr.
Puh, das ist fast nochmal die Hälfte davon. Ich könnte nur nochmal 50 Illyrium verkaufen, aber ich will nicht zu viel von einer Ressource loswerden. Light Computer und Power Sources habe ich meine ganze Kampagne lang schon recht viele verkauft. Davon braucht man später sehr, sehr viele, soweit ich das einschätzen kann. Seeker Wrecks. Kann ich jetzt auch keine 50 Stück von verkaufen. Don't patch that through. No. Okay, wir nehmen mal einen hiervon, einen davon. Jetzt brauchen wir noch 90 bis 60 ungefähr. Und jetzt können wir nochmal 20 Leichen verkaufen. Wir nehmen mal hier... Ah ne, die bringen nur 2. Nehmen mal 10 Floater. Und mal 10 Seeker. So, 450. Müsste eigentlich reichen. 660. Ah Gott. Es tut weh. Macht mir nicht alles nach. Ich weiß nicht, ob es ideal ist, aber ich möchte jetzt diesen Plan hier vorantreiben. Das Problem ist, dass ich jetzt hiernach noch 4 Jäger anheuern will. Das sind nochmal 600. Und dann nochmal 4 Lasercannons bauen will. Das sind nochmal 400. Also wir brauchen noch 1000 Cash. Und dafür haben wir jetzt, damit der Plan nahtlos funktioniert, ungefähr 10 Tage Zeit, da die Satelliten 21 brauchen. Und... ja, wir gehen definitiv nach Asien, das kann ich auch gleich nochmal ganz kurz erklären. Und wir haben jetzt noch, also da sie 18 Tage nur brauchen, haben wir ungefähr, da sie Lasercannons, glaube ich, 9 Tage um den Dreh brauchen, das 8 Tage, genau. Und das Anheuern der Jäger auch recht schnell geht, haben wir jetzt ungefähr 10 Tage, um diese 1000 Cash reinzukriegen. Das ist nicht völlig unrealistisch, es wird aber wahrscheinlich nur klappen, wenn wir einen guten Council Request für Cash kriegen. Oder halt irgendwie die, die Council Mission schon früh auftaucht diesen Monat, das wäre auch eventuell eine Möglichkeit, um in 10 Tagen auf so viel Geld zu kommen. Mit 2-3 Missionen und vielleicht noch einem UFO wird es wahrscheinlich nicht ganz reichen. Könnte aber auch irgendwie hinkommen. Wenn es ein bisschen später wird, macht's nichts, aber wir haben jetzt schon mal quasi den kritischen Pfad. Also wir brauchen zuerst den Uplink, dann brauchen wir die Satelliten, dann brauchen wir die Jäger und dann brauchen wir deren Waffen. Und haben wir jetzt schon mal soweit befolgt und etwas beschleunigt durch diesen Verkauf hier gerade. Jetzt gucken wir uns mal ganz kurz hier die Situation an. Also, warum Asien und warum nicht Afrika? Wir haben hier verdammt gute Boni. Diese Foundry Project Kostenreduktion plus den Bonus aus China allein. 34% mehr from Sales aus dem Grey Market. Corps, na, nicht alle Sales, aber Alien Corpses und Wrecks, also alle Leichen geben eben mehr Cash, das ist nicht schlecht. Macht aus 3 dann eben 4 Cash und weiß nicht, ja, die anderen Sachen sind eher teurer, nur die Sektoiden bringen glaube ich 2. Ich weiß nicht, ob es sich darauf auswirkt oder da abgerundet wird, aber das ist schon eine Menge zusammen, was das an Ersparnissen einbringt. Außerdem kriegen wir hier 3 Engineers von dem Kontinent. Aus Afrika kriegen wir jetzt 1 Engineer und 2 Scientists. Ich will eher in den Engineers aufholen. Dann haben wir hier noch einen ganz netten Bonus, der jetzt nicht so groß ist, aber wenn wir dann mit den Mechs anfangen, dann haben wir hier 2 Aim. Das hier ist extrem cool. Ich habe jetzt auch 3 Labore mit dem C-Lab zusammen, das heißt, das ist dann auch schon mal ein gewisser Bonus, also ein nennenswerter Bonus. Und das hier ist jetzt auch nicht... Bradford. Und hier der Bonus ist auch noch ganz nett, wenn wir eben Corporal Gunner anheuern, dann starten die auch gleich nochmal mit 2 Aim. Also die beiden Aim-Boni hier sind nicht verkehrt. Hier nochmal gegenüber die 25 Reduction auf Gene Mods wäre nett. Das hier ist ähnlich wie das mit den Gunnern und den Rocketeers. Und das hier ist eben auch sehr nett. Das steht eigentlich quasi gerade bei mir noch eher an, aber... ja, ich glaube, in the long run ist das hier besser. Außerdem kriegen wir hier aus den 4 Ländern, die wir ja mit derselben Menge Interzeptoren bewachen, schon mal mehr Geld raus, weil die Länder teurer sind oder mehr Geld bringen. Und dann haben wir eben auch einfach ein Land mehr, wie schon gesagt. Das kostet uns nur den Satelliten, das braucht irgendwie nicht mehr Abfangjäger. Das ist jetzt eben das Extrem von den... beiden Ländern, die hier auf den Kontinenten liegen, gegenüber zum Beispiel Südamerika, was nur 2 Satelliten bietet. Naja, also deswegen Asien und ich glaube, jetzt haben wir erstmal alles durch. Hier brauchen wir noch 9 Tage, bis wir die ersten ins Psi-Lab schicken können. Ja, ich glaube, wir können weiter scannen. Okay, so, das ist also der strategische Part. Gleich kommen noch ein paar neue Rekruten an. Checken wir mal kurz die Stats von denen. Das ist wahrscheinlich die 3, 4 hier unten. Ich glaube, die beiden hier oben hatte ich schon vorher.
Eine mit vernünftigem Aiming. Eine mit vernünftiger Bewegung. Eine mit vernünftiger HP. Hier noch jemand mit guter Bewegung. Ach, das war die mit dem Aiming. Aber niedriger HP. Naja, hier nochmal jemand mit guter Verteidigung. Das sind so die nennenswerten Stats, würde ich mal sagen. Okay. Sie hat schlechte Verteidigung. Sie ist eigentlich ein idealer Gunner oder Assault. Das hier ist ein super Scout. Das hier wahrscheinlich auch kein schlechter Scout. Hier kann man eigentlich alles machen. Wobei die erhöhte Verteidigung bietet sich an, um vielleicht eher einen Medic draus zu machen oder sowas. Müssen wir mal schauen. Hier oben können wir auch noch mal ganz kurz ein paar Worte zu verlieren. Ich habe bisher immer darauf geachtet, von jeder Klasse 4 zu haben. Ausgenommen waren Gunner und Infanterie. Das waren halt meine beiden Schwerpunkte, auf die ich gelegt hatte. Da wollte ich immer 6 von haben. Dem jetzt mein einer Heat Gunner getötet wurde. Ich erinnere mich nur noch an seinen Nickname namens Nova. Ist das hier etwas aus der Balance geraten? Einer meiner Assaults ist auch eben hat ins Gras gebissen, also da brauchen wir auch noch Nachschub. Ein Assault und ein Gunner werden wir so in nächster Zeit befördern. Wir haben einen Scout mehr, das ist okay, das war eh nur hier der Spec. Und wir müssen eben langsam auf einen etwas höheren Rooster. Also ich würde eigentlich gerne auf 50 Soldaten kommen und nicht auf 40, wo ich bisher mich immer eingependelt habe mit meinen Verlusten und neuen Rekrutierungen. Ich habe immer noch einige Gefangene und wenn wir jetzt haben wir ja die Flotte-Autopsie durch. Moment, haben wir die schon? Ja, und auch die Interrogation haben wir schon durch. Das heißt, da können jetzt auch Requests kommen für die Captives, aber die bringen leider keine Soldaten, sondern nur Engineers. Allerdings kann man nach wie vor für die 3 Mutant Captives, die wir haben, noch 3 Rekruten bekommen. Okay, los geht's, weiter geht's. Ja. Blöden Requests können... Oh, stopp. Ich habe was vergessen, und zwar... Gut, die Covert Operation ist noch möglich. Wir schicken jetzt nach South Africa unseren Soldier List, unseren zweiten Gunnery Sergeant Scout. Das war knapp. Keine Flashbang, du kriegst wieder die Trophy für den Fall, dass du getroffen wirst. Darfst du auf keinen Fall paniken, denn dann bist du sicherlich tot. Ja, ich glaube, das ist es dann schon wieder. Ach Gott, ich würde gerne irgendeine Pistole haben. Ich weiß nicht, ob ich da wirklich auf die Plasma-Pistolen warten möchte. Vielleicht sollte ich dann nochmal eine Alien-Pistole bauen, eine Laser-Pistole. Naja, das reicht jetzt erstmal. Die schicken wir los. Inara Serra, du machst das mal wieder. Vielleicht kriegen wir mal wieder eine Data Recovery und ein bisschen Schießbooten-Action mit den Exalts. Schicke Hose übrigens. Okay. Und wir nähern uns auch so langsam der Position der Exalt Base. Nach dieser Mission sind es noch 1, 2, 3, bis wir sicher sagen können, wo die Basis ist. Interessant. Okay, weiter geht's. Ah, ein bisschen Ruhe gefällt mir gut. Ein paar Tage hier, bis die Verletzungen alle auskuriert sind. Jo, die Cyberdisk ist durch. Wir haben einige Sachen freigeschaltet. Genau, die Defense Matrix. Also das ist nochmal ein nützliches Consumable für meine Flieger. Dafür brauchen wir auch die Cyberdisk Wrecks alle. Die muss man dann, glaube ich, dafür aufbringen. Das ist eben ein sehr, sehr wichtiges Teil gegen große UFOs, die ansonsten mit ein oder zwei Schüssen den Jäger komplett killen. Und man schafft da die Ausweichchance so zu erhöhen, dass man gar nicht getroffen wird. Ist das sehr, sehr wichtig. Iron Skin wird auf jedem meiner Assaults zum Tragen kommen, gerade auf den Tanky Assaults vor allen Dingen. Das macht sie dann zusammen mit der Ausrüstung, die ich ihnen gebe und Will to Survive, was ja die meisten von den Tanky Assaults haben. Sehr, sehr tanky. Ich glaube, da gibt es auch noch ein Psi-Item, was wir später ausrüsten können, was da auch nicht schlecht wäre. Weiß nicht, ob ich das jetzt schon mache. Ja, vielleicht müssen wir... Ich glaube, das kostet sehr viel. Sentinel Drone Project, weiß ich gerade gar nicht genau, was das ist. Das können wir uns aber hier nochmal schnell anschauen. Aha. Scheint sich irgendwie um ein Schiff-Upgrade zu handeln, habe ich kein Interesse dran. Ach, ich mag kein Schiffs-Iron Skin, ja, das ist ganz cool. So, und jetzt machen wir, denke ich, noch die Heavy Floater Autopsie hinterher. Heavy Floater Corpses kann man, also die Corpses, nicht die Captives, kann man nämlich tatsächlich auch für Soldaten eintauschen, habe ich mich nochmal informiert. Wir haben wahrscheinlich nur die 5, die wir jetzt für die Autopsie brauchen, aber sobald wir einen neuen kriegen, können wir den dann auch traden.
Und das wird eben auch durch die Autopsie freigeschaltet. Außerdem, wie schon gesagt, drängt uns gerade nichts hier in den Tech-Pfad, der bloß wieder enorme Kosten oder enorme potenzielle Kosten nach sich zieht. Deswegen nehmen wir hier nochmal die Autopsien und können dann eben auch Fähigkeiten von diesen Feinden hier nachschlagen. Another variation on a previously identified specimen. This is the heavy floater. As you can see, the aliens have made substantial improvements to the armor and weapon systems available, while removing some of its exposed vulnerabilities. An extremely dangerous combatant. Süß. Checken wir nochmal das Gene Lab. Wir haben noch einen Slot für unseren Assault hier. Sie ist nämlich auch jetzt schon recht tanky. Oh, ich habe kein Cash mehr. 24 Meld. Und 20 Cash. Ja, es ist eine der teureren. Wobei, wenn ich mir so den Vergleich anschaue, die hier sind recht günstig. Das hier auch, aber der Rest ist eigentlich ungefähr auf einem Level. Gott, dieser Sound! Wer hat sich das bloß ausgedacht und das durchgefunken? Naja, aber sie soll dann nochmal eine Iron Skin kriegen, aber ich kann gerade nicht noch mehr Scheiß verkaufen. Da müssen wir jetzt auf die nächste Mission warten. Jetzt ist zumindest die Opportunity Cost, oder jetzt haben wir zumindest das Potenzial des Gene Labs ein bisschen ausgeschöpft, weil da gerade zwei Leute drin stecken. Es ist jetzt nicht nötig, dass man da nonstop Leute reinsteckt. Meistens ist eher der limitierende Faktor das Meld, was man dafür ausgibt. Wenn ein Mod irgendwie 20 Meld kostet und man mehreren Soldaten irgendwie 2 bis 3 Mods gibt, dann sind halt schnell mal ein paar hundert Meld weg. Und ja, davon habe ich viel zu wenig. Also, weiter geht's. No. 40 Illyrium für 2 Scientists ist mir ein bisschen zu viel. Wäre es Cash, hätte ich es genommen. Scientists brauche ich gerade nicht so dringend. Gib mir doch mal vernünftige Requests, echt. Das nervt mich ein bisschen. Ah, nett. Das ist schön. Das finde ich cool. 3 Engineers sogar. Nice. So, jetzt gucken wir uns nochmal ganz kurz die Baracke und die Verletzungen an. 2 Stunden, 1 Tag, 5 Tage, 18 Stunden. Ah, schön, schön, schön. Das dauert nicht mehr lang, dann sind sie alle wieder heile. Eine gute und gute Soldatin. Okay, da haben wir die Abduction. Und Elizabeth Shaw ist gerade wieder rechtzeitig fertig. We picked up multiple requests for assistance. Abductions in progress are marked on the hologlobe. Okay. Lasst mich meinen Squad zusammenstellen. Soll ich die Mission jetzt noch in dieser Episode ranhängen? Ich glaube, ich mache jetzt nur noch den Squad und mache einen Cut und dann noch eine nächste Episode. Dann haben wir mal wieder eine etwas kürzere und nicht immer diese 2 Stunden, die ich in letzter Zeit fabriziert habe. Also, wir sehen uns gleich wieder, wenn der Squad fertig ist. So, da ist er. Und zwar, jo, unsere Superinfanterie als Overwatcher und Squad-Babysitter plus unseren Double-Tap-Gunner. Sie ist schon relativ nah am Level-Up. Und zwar auf den Master-Sergeant-Rang. Wenn ich hier endlich mal Mayhem kriege, dann kann ich hoffentlich mal ein bisschen besseren Gebrauch von dieser Skill-Kombo hier machen. Danger Zone, Mayhem, Holo, Shredder auf eine ganze Gruppe von Gegnern, die eng beieinander stehen. Häufig ist es halt schwierig, wenn die Gegner nicht alle nebeneinander das Cover suchen, aber also bei der Aktivierung. Aber manchmal kriegt man damit 2, 3 Leute eben gleichzeitig erwischt und das ist dann schon sehr, sehr stark. Rocketeer, dann habe ich hier wieder ein bisschen was für Captures mitgenommen. Unser niedrigrangiger Assault zum Leveln und um Leute zu finishen, die wir nicht capturen können. Unser Scout heute mal mit einer normalen Gauss Rifle. Sie hat leider noch keinen kein Concealment. Da müssen wir also etwas vorsichtiger vorrücken. Unser Heal Medic soll mal wieder leveln und hat 2 Smokes und die Arc Rifle dabei zum Supporten plus das Medkit, was sie mit sich rumschleppt. Und unser Gauss Sniper wie immer mit Crit und extra Munition. Okay, das ist es. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Episode, wenn es dann mal wieder eine richtige Mission gibt. Das hier war jetzt mal wieder ein kleines Management-Interlude. Das war's von eurem Nachbarn. Bis bald.